Und damit sage ich Hallo und willkommen zu einem weiteren. Rioting civilian, arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take. Ja. Gut dann. Haben wir das auch geklärt. Ja, aber hallo, herzlich willkommen, ihr Freunde der nördlichen Unterhaltung, zu einer weiteren Emergency 4. Heute, der Tanzmane, der hat sich gewünscht, dass ich nochmal in die Fernheim-Modifikation gehe. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe total die Fernheim-Modifikation vergessen. Ja, da danke ich dir recht herzlich, mein lieber Tanzmane, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe auch dann gleich mal, hab dann die auch gleich mal installiert hier und habe ich mir gedacht, dass mir dann auch so mal die spielen können hier. Ist ja schon eine Weilchen her. Wie gesagt, ich habe total vergessen, dass die überhaupt existiert, die Mod. Ach, heiliges Blechle, wird der Schwab sagen. Kannst du die bitte mal festnehmen, die Tante? Die ist am PMSen hier, aber ganz gewaltig. Hier, pass mal auf, Fräulein. Wenn das hier so weitergeht, dann gibt's auch gleich mal ein links und rechts auf die Backe, gell? Und dann geht's hier mal voran. So, das jetzt gesagt. So, da sind die Johanniter. Ist der Unfall noch so bitter? Eider hilft auch kein Johanniter. Ich bin ehemaliger Rotkreuzler, ich darf das sagen. Was machen wir dann ja jetzt? Weil, der ist ja gar nicht, die sind doch gar nicht... Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt haben wir nämlich keinen Doktor da. So, da hast du jetzt nämlich den Salat. Super. Dann das NEF 7821. Ja, das sieht... Oh, Mannheim. Mannheim! Kein Wunder, dass die so Auto fahren. Das ist entweder Offenbach oder Mannheim. Super. Naja, so wie das halt ist. Jetzt habe ich also schon mir die Mannheimer und die Offenbächer gegen mich. Super. Das wird ja dann wieder mal gut klappen. Aber was ich sagen wollte, hier mit dem Falkenburg 2.0, da hat mich also der Sven, der hat mich da nochmal angeschrieben. Und hat also gesagt, dass mit der 2.0, da wird es also eine Custom Map geben. Nicht nur Custom Map, da wird es also auch ein Custom Alarmierungsskript geben. Was ich ja mir auch so gewünscht habe, gell? Ach, gucke mal da, die Polizei Südhessen. Sehr schön. Super. Südhessen, naja, kannst du halt nichts machen. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich also riesig auf die Falkenburg 2.0. Das ist jetzt natürlich nicht so doll für meine lieben Zuschauer auf der englischen Seite, weil die verstehe ja sowieso nichts im Momentan. Aber das ist halt wie es ist, gell? Ja, was wollte ich dann noch sagen? Ach so, ja, wenn euch das Video gefällt, dann auch gerne mal das Däumchen nach oben drücke. Und wenn du da noch einen weißt, der das auch ganz gerne mal sehen wird, dann sag doch mal dem Bescheid und sag, dass der Alex, der macht Videos und die Videos, die sind gar nicht mal so schlecht. Gucken die doch mal an, den Alex. So, jetzt bauen wir nochmal hier zwei mehr RDWs. Ah, guck mal da, der Notarzt. Der Notarzt kommt mit dem Ford. Fährst du mit dem Ford fort, kommst du mit der Bahn zurück. Ha! Ich bin heute voller Witzigkeit. Das ist also gar nicht mehr zum Aushalten, so lustig wie ich bin. So, was mir also hier bei dem Fenheimer Mod sehr schön gefällt, das ist das Presslufthorn. Hier, da können wir nämlich mal richtig... Hör schon mal hier, jetzt machen wir mal ein bisschen Krach, gell? Mit Fackeln und Fanfaren geht das hier durch die Innenstadt. Jetzt voran, mein Freund. So, wie ist denn jetzt hier? Ich will mir jetzt den Kerl hier wieder zusammengeschustert oder ist Feierabend? Nee, sieht auch gut aus. Ja, so, was ich euch auch sagen wollte. Also, nicht nur, dass ich jetzt auch die neuen Modifications da euch bringe, aber ich werde jetzt auch anfangen, hier was Neues anzufangen. Und das sage ich jetzt also allen euch Mod-Herstellern, die, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, über 18 sind.
Wenn du unter 18 bist und machst einen Mod und willst mir den schicken, dann tu das bitte. Das ist super. Aber für die, die über 18 sind, die lade ich also ganz herzlich ein, dann ihren Mod mit mir zusammen vorzustellen, wenn die das möchten. Dann machen wir halt einen Multiplayer. Und ja, dann geht das. Also das habe ich mir so gedacht, das wäre halt was Schönes. Das werde ich auch im Englischen natürlich vorschlagen. Aber im Englischen oder in der englischen Episode, da, weil das das wäre ja blöd sonst. Mich versteht ja sonst keiner, gell? So, meine Freunde. Dann jetzt, auf geht's. Tschüsschen. Und die Pressluft. Auf geht's. Zurück zur Ware. So, die Kollegen sind jetzt also hier. Die Johanniter mit 2. Die Johanniter-Schüssel hier, die sieht ja wohl aus, als ob das nur eine... Entschuldigung, ja, hier die Johanniter-Schüssel hier, das ist ja, wie man schon sehen kann, sind das ja noch Strobes. Obwohl, das, ich glaube, die sind beide Strobes, hey. Nee, das könnte LED... Nee, das ist auch Strob. Die Schüssel, die sieht so eher aus wie Katastrophenschutz. Mit dem Goldische. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Modell, gell? System Strobel aus Aalen. Heppeheim. Ich dachte, das wäre Heppeheim. Wie jetzt? Unwissbade. Ich werd verrückt. Na dann, geht's ja. Kriege ich mir die jetzt wieder hier hin oder muss ich hier die Kollegen vom NEF, vom Rote Kreuz schicke, dass wir da was gebacken kriegen. Wie ist dann jetzt? Ey, guck doch mal hier, schöne Bus auch, gell? Zum Tivoli fährt er. Super. Ah ja, für alle, die meine Busvideos vermisse. Das wird's also bald wieder gäbe. Aber ich muss halt warte jetzt, bis mein neues Lenkrad kommt, gell? Weil ich habe hier am Montag habe ich das neue Lenkrad bestellt und es wird also bis zum 21. August haben sie mir also zugesagt, dass das geliefert wird. Das kann auch ein bisschen früher sein, aber ja, schlimmsten Fall ist es halt bis zum 21., was ist ein bisschen blöd, weil jetzt sind ja die ganze neue Updates rausgekommen auf dem Bussimulator, beziehungsweise auf dem Fernbus und auf dem Touristbus. Aber das ist halt wie es ist, gell? Da kannst du halt auch so nichts machen. Aber ja, wie gesagt, es ist halt wie es ist. Da. Ja, so, wie ist dann jetzt hier? Können wir? Ja, super, die ist also jetzt, die Tante ist fertig, dann auf. Und der Onkel hier, der ist wahrscheinlich auch fertig. Was dann jetzt da? Kollegen, mach doch mal hinne. So, der kann die Tür nicht aufmachen, das ist auch gut. Ja, das ist gut. Dann schnappt ihr den Kerle. Und schnappt ihr den Kerle und dann ist auch alles gut hier. So. Jetzt greift ihr die Tante da hinten und dann packst du die schön ins Auto. Auf geht's. Zum Krankenhaus. Tschö. Ja, denen geht's gut. Da müssen wir überhaupt nicht mit Blaulicht oder mit Fanfaren. Da brauchst du keine Fackeln und keine Fanfaren. Die Firework Accident. Ja, super. Ihr habt doch den Bobbes auf. Habt ihr doch. Feuerwerks. Feuerwerk. In Feuerwerksfabrik, mein... Yeah. Ihr seid doch nicht all ganz dicht, seid ihr doch nicht. Ei dann, den Löschzug Firnheim. Ja, was ist mir der doch so egal im Moment? Was ist mir der doch so absolut hundschweins egal? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
für die Feuerwehr Viernheim Brand. Warte mal jetzt, das ist, jetzt bin ich aber da mal. Wann, wie? Ah, ja, siehst du's? So, dann jetzt auf, Kameraden. Ja, der ELW, der kann jetzt auch gleich... Ja, super! Und auf geht's hier. Ah, ja, das ist ja klasse. So wollte ich das haben. Mein erster Feuereinsatz direkt hier. So, dann jetzt zwei Leitungen. Auf geht's. Zweimal C-Rohr. Ha, 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 ha. Zweimal C-Rohr bitte zum Löschangriff vor. Und dann ihr Kameraden hier. Gleichfalls zweimal C-Rohr zum Löschangriff. So, das hat natürlich... Der Mod hat natürlich keine Wasserversorgung, so im klassischen Sinne. Gut, da habe ich mir jetzt also einen Verletzten. Den werden wir jetzt also erst einmal hier... versorgen. Greifen wir mal hier, Kollege. Und dann bringst du den mal hier schön. Der EL, der steht ja jetzt auch hier. Gut. So, ja, weiß ich nicht, warum du... Dann brauchen wir jetzt dann natürlich auch mal einen... einen RDW, bitte. So, und dann auch mal die Polizei. Genau. So, und die können jetzt auch mit ihrem Verdächtigen da zur Leitstelle fahren. Ohne Blaulicht bitte, danke. Ja, das sieht ja wunderschön aus. Da würde ich doch mal sagen, die DLK dann mal von hier hinne dran. Die DLK, die kommt jetzt von hinne. So, Freunde. Dann jetzt. Auf geht's. Bisschen lustig hier. So. Ja, wenn wir jetzt mal hier mit der DLK von hinten dran gehen. Mal sehen, dass wir hier den Kollegen hier abgelöscht kriegen. Das hat sich gerade so angehört, als ob die das hat sich nicht so gut angehört da. So, dann lassen wir mal schauen. Ach, guck mal, dem geht's doch gut. Dem geht's doch gut, dem jungen Mann. Gut. Dann ihr jetzt. Ja, nee, du sollst doch... Du dulle Dapsch, du sollst doch hier auf der anderen Seite. Sollst du doch rumrollen. So, ich weiß ja auch nicht, was dein Problem ist hier, Kollege, aber... Ich weiß, dass die Polizei Südhessen das auch hinkriegt. Ich meine, ich bin zwar in Nordhessen geboren, aber... Ihr seid doch alle mehr ganz dicht, seid ihr doch nicht. Wo ist es dann? Wo dann nur? Aha, super. Guck mal da. Guck mal, wer da brennt. Ach so. Ja, wird ihr mal dann... Da muss doch hier noch eine... Ja, tu mir doch mal Gefallen hier und tu den mal ablöschen, bitte. Bevor er in die Luft fliegt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr dann, oder wenn ihr dann Arne wisst, der wo ein Mod-Creator seid, der wo gerne mal seine Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal vorstellen möchte, in einem Multiplayer, dann lasst mich das wissen und dann kriegen wir das auch alle hin, gell? Tja, ich denke mal hier, dass mit dem hier fertig. Da ist dann auch hier jetzt Feierabend für heute. Aber wie hat schon das Paulchen gesagt? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. So, ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, euer Alex. Tschüss.